Die Leiden eines Erziehers von Jaroslav Hasek. Ich habe große pädagogische Erfahrungen gesammelt, als ich beim Kommerzienrat Loskott die Stelle eines Erziehers antrat. Er besaß nur einen Sohn, einen 13-jährigen Lausbuben. Der hatte schon seine alte französische Gouvernante zu Tode geärgert, ohne von seinem 9. bis zu seinem 13. Lebensjahr auch nur ein Wort Französisch gelernt zu haben. Dieser Nichtsnutz hieß Elias. Sein Vater hatte große Freude an ihm. Als er mir seinen Sprössling über die Ferien anvertraute, redete er des Langen und des Breiten über Kindererziehung und betonte, man müsse den Kindern viel Bewegung gönnen, sonst würden sie faul, schlafmützig und bequem. Ja, demnach müsste, wenn ein Kind vom Baum fällt, das beste Mittel gegen Faulheit und Schlafmützigkeit sein. Elias ist, sagt der glückliche Vater, in dieser Hinsicht sehr schlau. Er läuft gern und tummelt sich viel herum, deshalb ist er auch geistig und körperlich gut entwickelt. Jener Französin brachte er, obwohl sie schon über die 50 war, den Langstreckenlauf bei, bis sie eines Tages der Schlag traf. Die Arme hatte Angst, es könnte ihrem Pflegebefohlenen etwas zustoßen und deshalb lief sie ihm mit ihren alten Beinen überall hin nach, einmal sogar von Brünn nach Bram, in einem Trab. Und das gab ihr den Rest. Schade, dass sie es nicht durchgestanden hat, sonst hätte sie einen Weltrekord aufgestellt. Ihre letzten Worte, ehe sie den Geist aufgab, waren: Elias, du mir sagen perfektum von alle, also gehen. Elias antwortete: immer der Nase nach. Und die Französin fiel tot um. Ich traf also meine Vorbereitungen, um die Stelle eines Erziehers anzutreten. Ich ließ mir einen Waffenpass ausstellen, kaufte einen Browning und forschte nach Büchern, die darüber Auskunft geben, wie man die Jugend erziehen soll. Mir fiel ein kleines Büchlein über Erziehungsfragen aus dem Jahre 1352 in die Hände. Sehr angenehm berührte mich, dass dort stand: durch falsches Zartgefühl würden die Kinder verdorben. In einem liebenswürdigen, angenehmen Stil stand dort zu lesen: Mitgefühl am rechten Ort ist zwar eine der edelsten Regungen des Menschenherzens, aber dieses Gefühl muss auch seine Grenzen haben und darf nicht in Schwäche ausarten. Damit ist allerdings nicht gesagt, dass man ein Kind so verprügeln soll, bis es ohnmächtig wird. Bemerkt man, dass das Kind nah daran ist, ohnmächtig zu werden, soll man sofort mit dem Schlagen aufhören und sich bemühen, es wieder zum Leben zu erwecken. Das gilt insbesondere bei schwächlicheren Kindern. Gesunde und stämmige Kinder halten schon eine tüchtige Tracht Prügel aus. Ich merkte mir diese goldenen Worte eines Pädagogen der alten Schule und machte mich auf die Reise. Mir kam es so vor, als unternähme ich eine Strafexpedition gegen Wilde oder sowas Ähnliches. Die Mutter des Elias, eine stattliche Dame in den besten Jahren, hieß mich willkommen und sagte mir: Elias, wühle wieder oben in der Bibliothek, in den Büchern. Das überraschte mich, denn es ließ Elias in einem ganz anderen Licht erscheinen. Ich rühmte also seine Wissbegierde, doch die Frau Kommerzienrat winkte ab und sagte, sie habe es ihm schon seit einigen Tagen verboten, aber vergebens. Ich ging in die Bibliothek. Elias wühlte wirklich in Büchern. Er war unter einem ganzen Haufen von Büchern und Broschüren vergraben, die er aus dem Schrank geworfen hatte, und rief gerade: Hier rechts liegt noch eine Leiche. Tragt sie vorsichtig, dass sie euch nicht unter den Händen zerbröckelt. Der Bücherhaufen fiel auseinander und auf allen Vieren kam Elias, mein neuer Schutzbefohlener, hervorgekrochen. Zwei große Beulen an der Stirn. Ohne große Umschweife sagte er: Sie sind also der neue Erzieher? Wissen Sie, was ich eben gespielt habe? Den Einsturz des Berges Ararat. Ich habe aus Büchern eine Wand errichtet und die dann so umgestoßen, dass ich verschüttet wurde. Eben habe ich Befehl gegeben, die übrigen Leichen zu bergen. Kommen Sie, helfen Sie mir, den Kram wegzuräumen, damit wir sie rausholen können. Ja, wen denn? Mein Kater. Den habe ich in die Katastrophe mitgerissen.
Als die Wand einstürzte, fiel eine schwere metallbeschlagene Bibel auf ihn. Der Kater lag tatsächlich unter der Bibel und einem weiteren großen Buch und gab kein Lebenszeichen. »Wir müssen den elektrisieren«, sagte Elias. Und ehe ich ihn daran hindern konnte, schraubte er eine Glühlampe aus und steckte das Bein des Katers zwischen die Kontakte. Es gab einen gewaltigen Krach. Elias schrie laut auf und lag auch schon auf dem Fußboden. Ich stellte fest, dass sich der Kater wieder bewegte. Elias aber war von dem Schlag betäubt. Als er schließlich zu sich kam, meinte er traurig, »Der Kater und ich, wir müssen alles Mögliche durchmachen. Wenn einer bei der Sache Glück hat, erwischt's immer den anderen.« Sichtlich verdrossen ging er ins Speisezimmer, wo wir die Jause einnahmen. Er nahm den Mund voll Kaffee und spritzte sehr kunstvoll ein mächtigen Strahl auf den Papagei, der in einem Käfig am Fenster saß. Und der begann aufgeregt zu krächzen. »Lass ihn! Lass ihn!« Dieser Erfolg versetzte Elias wieder in bessere Laune. Er begann, von seinem letzten Erzieher zu berichten und sparte dabei keineswegs mit Schimpfworten. Er redete von ihm mit großer Verachtung. Besonders die Glatze des Erziehers war Zielscheibe seines Spottes. So erzählte er, einmal habe eine Fliege gedacht, die Glatze sei ein Spiegel, habe sich draufgesetzt und dort mit dem Eierlegen begonnen. Da habe er den Mund voll Wasser genommen, einen Strahl auf die Glatze gespritzt und die Fliege runtergespült. Der Erzieher aber habe sich darüber so aufgeregt, dass er kündigte. »Denken Sie nur«, fuhr Elias fort, »alle haben gedacht, ich hätte ihm absichtlich aus purer Bosheit auf den Kopf gespuckt, und dabei war ich doch völlig unschuldig. An allem war nur diese Fliege schuld. Ich konnte doch nicht erst Pfeil und Bogen holen und sie mit dem Luftgewehr runterschießen. Da wäre erst eine Aufregung gewesen. Ich habe eben immer Pech, auch wenn ich wirklich nichts anstellen will. Neulich haben wir Quo Vadis gespielt und den Malenka vom Gärtner an einen Ochsen angebunden. Dann schlugen wir den mit der Peitsche und er lief mit der Malenka bis nach Horowice auf dem Marktplatz. Damals haben auch alle über mich geschimpft. Denn als sie Malenka suchten, wollte ich sie trösten und sagte, sie brauchten sich keine Sorgen zu machen. Sie würden es schon aus der Zeitung erfahren. Ja, ich wundere mich überhaupt, dass die älteren Leute den Kindern keine größeren Freiheiten gönnen. Wenn Ferien sind, schicken sie ihnen Erzieher auf den Hals. Sie könnten mir glauben, mir würde es gar nicht einfallen, irgendwas anzustellen, wenn ich nicht dauernd das blöde Gesicht eines Erziehers vor mir sähe. Das brauchen Sie natürlich nicht auf sich zu beziehen. Aber bisher hat sich jeder dieser Herren für Gott weiß wie geistreich gehalten. Und dabei haben Sie es dann ganz dumm angefangen, wenn Sie mich auf den rechten Weg führen wollten. Dann erzählte er mir noch von den verschiedenen Kameraden auf dem Gut und dem Dorf und fragte mich, ob Krokodile auch Hühneraugen hätten. Soweit ich erinnere, habe ich gesagt, Hühneraugen seien bei Krokodilen durchaus keine Seltenheit. Im Zoologischen Garten in New York, immer dies Amerika, hätte man an einem riesigen Krokodil eine Operation vornehmen müssen. Denn die Hühneraugen hatten es so gequält, dass es vor lauter Schmerzen nicht mehr fressen wollte. Es seien die gewaltigsten Hühneraugen der Welt gewesen. Sie hätten die Größe von riesigen Kartoffeln erreicht und jedes habe mehr als ein halbes Kilo gewogen. Wir fingen an, uns gut zu unterhalten. Er erzählte mir, auf dem Hof sei eine große Dogge, die jeden Fremden anfällt und ihm nur dann nichts tut, wenn er ihr ein Märchen erzählt. Einem guten Märchenerzähler könne sie einen ganzen Abend lang zuhören. Beim Abendessen betrug sich Elias gesittet. Es war zu merken, dass er sich bei mir in ein vorteilhaftes Licht rücken wollte. Auch den Papagei ließ er in Ruhe, so dass der nur im Schlaf einige Worte sprach. Nach dem Abendessen gingen wir zu Bett. Ich legte mich nieder und las noch eine Weile. Da öffnete sich plötzlich leise die Tür und gleich darauf stand die große Dogge mitten im Zimmer. Von draußen war Elias Stimme zu hören. »Gib gut Acht auf ihn, Lubik!« Die Dogge kam auf mein Bett zu und begann, mich anzuknurren.
Ich saß hoch aufgerichtet und meine Zähne klapperten. Die Tür schloss sich. Je mehr ich mit den Zähnen klapperte, desto mehr fletschte die Dogge die ihren. Sei vernünftig, rief ich der Dogge zu. Lallig, ruhig, ich bin doch der neue Erzieher. Die Dogge schien das zu interessieren, aber es imponierte ihr nicht. Sie stellte die Vorderpfoten auf die Seitenwand meines Bettes, schaute mich unverwandt an und knurrte, missbilligend. Ich erinnerte mich, was mir Elias, dieser Nichtsnutz, von dem Märchen erzählt hatte. »Ja, mein lieber Lallig«, sagte ich zu der Dogge, »hör zu, es war einmal ein König, der hatte 3 Söhne. Einer davon«, der Hund knurrte noch lauter. »Sei nicht böse«, stotterte ich, »wenn dir dies Märchen nicht gefällt, erzähle ich dir ein anderes.« Also, vor vielen 100 Jahren, als die Menschen noch nicht so klug waren wie heute, »mein Gott, also noch was anderes. Sag nur, was du hören willst, Lallig.« Ein entlassener Soldat hatte nichts zu essen. Da ging er in einen tiefen Wald. Nun denn, es war einmal eine böse Hexe, die hatte im Wald eine Hütte und darin einen schwarzen Kater. Gott mag wissen, wie lange das so ging. Vielleicht 2 Stunden, vielleicht auch 3. Jedenfalls waren alle, die unter meinem Fenster standen, wohin sie Elias geholt hatte, davon überzeugt, dass ich den Verstand verloren hätte. In die nächtliche Stille klang ein Märchen nach dem anderen. Es war einmal eine Mutter, die hatte 9 Töchter. Die Dogge rührte sich nicht mehr. Die begann nur noch zu knurren, wenn ich einmal eine Pause machte. Ich brachte bereits die Märchen durcheinander. Also unten hörte man, es war einmal eine Prinzessin, die hatte an jedem Haar einen goldenen Schuh. Oder es war einmal ein Bauer, der herrschte über ein großes Land und nahm sich einen Ochsenknecht zur Frau. Dann ging die Tür auf. Zuerst pfiff der durchtriebene Lausejunge leise die Dogge zurück. Und dann rief er all die Leute herbei. Und die stürzten sich auf mich. Der alte Gutsverwalter riet, man solle mich, bis der Arzt kommt, nackt ausziehen, in ein nasses Lacken einwickeln und in einen Winkel legen. Das wirke oft Wunder. Nach verzweifelter Gegenwehr lag ich im Winkel. Das Werk des Nichtsnutzes war vollendet. Der Arzt, der mich in ein nasses Laken gewickelt und wie ein Paket in der Ecke liegend fand, war sofort davon überzeugt, dass ich nicht bei Verstand sein könne. Ja, jetzt liege ich im Sanatorium. Die Bekannten, die zu Besuch kommen und denen ich das erzähle, zucken die Achseln und sagen, erzählen Sie uns doch keine Märchen. Ja, ein Erzieher hat's nicht leicht.